Jo Freunde, was geht ab? White Wolf ist back am Start. Heute gibt es ein neues Video für euch. Da ich in den letzten Videos hier und da mal kritisiert wurde dafür, dass es in letzter Zeit nur noch um Reselling, Pokémon-Karten gibt, dass ich sogar Tennisschläger kaufe und all diese ganzen Sachen, deswegen gibt es heute mal ein Video über die PlayStation 4, über das Ende, da jetzt die PlayStation 5 ansteht und in 4 Wochen released wird. Daher möchte ich euch nach und nach meine Spielesammlung für die PlayStation 4 zeigen, euch jedes Spiel einzeln vorstellen, eine kleine Einschätzung dazu geben, soweit ich es gespielt habe, denn ich habe mit Sicherheit nicht alle gespielt. Ich habe mir viele reingetestet, ich habe viele Spiele durchgespielt, aber es gibt eine ganze Menge, die ich noch nicht gespielt habe. Es wird auch im Laufe der nächsten Jahre bestimmt noch das ein oder andere hinzukommen. Für mich ist aber mit Cyberpunk, wenn man es noch als PlayStation 4 Titel bezeichnen will, da es ja auch 2 Monate oder 3 Monate später auf der PlayStation 5 rauskommt, abgeschlossen. Ich habe nämlich auch eine Umfrage auf Insta gestartet, auch gefragt, ob ihr Bock auf das Video habt. Der Großteil hat gesagt, hat Bock. Von daher schaut immer bei Insta vorbei. Da kann man auch so ein bisschen die Videos mitgestalten, welche ich in Zukunft so bringen werde. Link ist in der Videobeschreibung unten. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! So, meine Freunde, ich werde euch jetzt jedes Spiel nach und nach in die Kamera halten. Ich werde zu jedem Spiel kurz was sagen. Zu den Spielen, die ich gespielt habe, werde ich auch versuchen, eine Wertung von 1 bis 10 abzugeben. So könnt ihr jetzt nach und nach meine PlayStation 4-Sammlung sehen. Das könnte ein etwas längeres Video sein, denn ich habe weit über 100 Spiele. Zählt wahrscheinlich immer noch nicht zu den größeren PlayStation 4-Sammlungen. Ich bin aber damit zufrieden und würde sagen, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Das erste Spiel ist A Plague Tale Innocence. Das Spiel müsste, glaube ich, im letzten Jahr rausgekommen sein. Das Spiel haben ja viele als Geheimtipp 2019 gehandelt. Mich hat es damals tatsächlich nicht so gecatcht. Ich kann verstehen, dass man es cool findet. Ist ja quasi auch ein Indie-Spiel von einem etwas kleineren Entwicklerstudio. Das Spiel habe ich auf jeden Fall zu wenig gespielt, um es eine Wertung zu geben. Von daher geht es direkt zum nächsten. Das nächste Spiel ist A Way Out. Das ist ein einfach hammergeiles Spiel. Und jeder, der Freunde hat oder Spaß an solchen Spielen hat, sollte dieses Spiel spielen. Denn das ist ein Only-Koop-Spiel, kann sowohl Coach-Koop als auch Online-Koop gespielt werden. Ihr versucht hier gemeinsam aus dem Knast auszubrechen. Und viel mehr werde ich jetzt auch gar nicht spoilern. Ist ein hammergeiles Spiel für einen Abend. Kann man auch mal an einem Abend durchzocken, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Von mir gibt es hier definitiv eine 8 von 10. Zudem ist es auch aus Sammlungszwecken relativ interessant, denn das Spiel kam in einer limitierten Stückzahl raus, hat damals bei Release nur 30 Euro gekostet und liegt mittlerweile schon weit über dem Retailpreis. Also wenn ihr das jetzt noch haben wollt, dann schnappt zu, bevor es immer weniger Stückzahlen davon auf eBay gibt. Zum nächsten Spiel kann ich überhaupt nichts sagen. Das ist von Limited Run Games das Spiel. Und einmal im Jahr, am 1. Januar, machen die es so, dass die quasi Boxen verkaufen, wo man nicht weiß, welches Spiel drin ist. Man hat da eine Chance, auch relativ seltene Spiele zu bekommen. Man hat aber auch die Chance, solche Spiele zu bekommen. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Kommt mit einem schönen Steelbook. Ich habe hier Assassin's Creed Syndicate. Das wird auch nicht das einzige Assassin's Creed bleiben. Der Teil hat mir relativ gut gefallen, weil man mit 2 Charakteren spielen konnte. London als Spielwelt fand ich auch relativ nice. Das Spiel bekommt von mir eine 6 von 10. Unity dagegen hat mir da etwas besser gefallen. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich es relativ spät nach Release gespielt habe. Denn am Anfang hatte das Spiel ziemlich heftige Schwierigkeiten mit der Performance. Von riesigen Update-Dateien bis hin zu Game Crashes, da ist alles passiert und viele hatten da echt einen Hass auf dieses Spiel. Ich fand es relativ cool, wird dem gepatchten Spiel ohne technische Schwierigkeiten eine 7 von 10 geben. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich ein kleiner Assassin's Creed Fanboy bin. Von daher ist es vielleicht nicht sehr objektiv, meine Bewertung für die Assassin's Creed Spieler. Weiter geht's mit der Ezio Collection, für mich einfach ein Highlight, muss in jeder Sammlung sein, wenn man Assassin's Creed Spiele gerne spielt. Hier sind die Teile 2, Brotherhood und Revelations drauf, also die Ezio Trilogie ist auf jeden Fall ein Muss, kriegt eine 8 von 10 für mich, weil Brotherhood einfach das beste und Assassin's Creed 2 das zweitbeste Spiel der ganzen Reihe ist. Der nächste Teil, da hat sich Ubisoft ja ein bisschen verändert mit dem Spiel, es sollte mehr Richtung Rollenspiele gehen. Mir hat Assassin's Creed Origins relativ gut gefallen, jedoch war die Story für mich ein bisschen undurchsichtig und hatte nicht so eine Relevanz, fand ich. Man musste einfach von Ort zu Ort reisen. Man musste da von Ort zu Ort reisen. Die Figuren hatten nicht so einen Background wie aus anderen Spielen. Ein gutes Spiel, von daher eine 6 von 10. Da hat Assassin's Creed Odyssey schon einiges besser gemacht. Da hat mir die Story und die Charaktere vor allem viel besser gefallen als in dem Vorgänger. Eine hammergeile Spielwelt, aber man muss Griechenland auch mögen, wenn man dieses Spiel spielt und es einem gut gefallen soll.
Für mich hat es vieles, vieles richtig gemacht. Kriegt auf jeden Fall eine 7 von 10 von mir. Ich habe da auch gut und gerne, glaube ich, 60, 70 Stunden reingesteckt. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf Assassin's Creed Valhalla. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, und zwar Bioshock. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern alle drei Spiele. Ich habe das damals mal irgendwann günstig, glaube ich, bei GameStop oder so bekommen. Habe ich noch nie reingeguckt, von daher keine Ahnung. Weiter geht's mit dem Spiel. Das ist so das Spiel, wo ich mich am meisten für schäme, dass ich es nicht gespielt habe. Und zwar Bloodborne. From Software Spiel, Macher von den Dark Souls und Demon's Souls Spielen. Wird definitiv mal irgendwann nachgeholt. Ist auch ein PlayStation-Exklusivspiel. Habe ich leider noch nie reingeguckt. Nächstes Spiel ist Bloodstained. Ist noch relativ neu in meiner Sammlung. Konntet ihr vielleicht letztens auch in einem Pickup-Video sehen. Habe ich noch nicht reingeschaut, bin aber gespannt, das auch mal antesten zu können. So, jetzt kommen wir zu einigen Call of Duty Spielen. Ich bin da vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde die Call of Duty Kampagnen richtig geil. Ich habe von jedem Call of Duty die Kampagne durchgespielt, weil ich einfach diese 6-7 Stunden Action-Geballer einfach nice finde. Online ist da eher nichts für mich, da habe ich schon seit PS3-Zeiten eigentlich fast aufgehört, mit einer einzigen Ausnahme auf der PlayStation 4. Aber online spiele ich die Call of Duties nicht. Ich mag vielleicht da ein bisschen komisch sein, aber mir gefallen die Stories bei Call of Duty Spielen. Das Spiel kriegt von mir eine 5 von 10 und das hört sich zwar relativ niedrig an, aber es muss ja auch noch Steigerungen nach oben geben. Für mich war Call of Duty Ghosts eine ganz gute Kampagne, die relativ viel Spaß gemacht hat. Bei Call of Duties machen wir ein bisschen schneller, weil ich weiß, ihr habt da vielleicht nicht so Interesse. Advanced Warfare war eine der schlechteren Kampagnen, dennoch ganz okay, kriegt von mir eine 4 von 10. Infinite Warfare eigentlich genauso, mir gefällt dieses Zukunfts-Call of Duty nicht so, wo man boosten kann, wie gesagt mit einer Ausnahme, kriegt auch eine 4 von 10. Das ist die Ausnahme, Call of Duty Black Ops 3, die hat mir tatsächlich relativ viel Spaß gemacht. Das war so ein Mix aus Zukunft und Gegenwart, würde ich sagen. Wie gesagt, aber ich bewerte hier nicht die Online-Spielmodi, sondern die Kampagnen. Das kriegt eine 5 von 10 von mir. Call of Duty World War 2 ist eins der letzteren, also eins der neueren. Da war die Kampagne mega geil, hat mir richtig gut gefallen. Mir hat auch damals World War 1, also World at War quasi, gut gefallen. Für mich hier ein cooles Setting, geiles Gameplay. Geile Inszenierung, das kriegt von mir eine 6 von 10. So, kommen wir zum letzten Teil der Reihe. Call of Duty Modern Warfare. Das ist auch der Titel, der mir so mit am meisten eigentlich Spaß gemacht hat. Geile Kampagne, richtig cooles Reboot vom ersten Modern Warfare. Gefällt mir sehr gut. Bekommt auch eine 7 von 10 für mich. Die Story war erste Sahne. Also wer Bock hat auf 7 Stunden Geballer, schaut sich Call of Duty Modern Warfare an. Zweiter Titel, habe ich ja gerade schon mal erklärt. Limited Run, Blindbox, kann ich überhaupt nichts zu sagen, ist irgendein japanisches Spiel. Nächster Teil, Concrete Genie, ein sehr schönes Spiel, ist auch ein Exklusivtitel für die PlayStation. Dort geht es darum, dass ihr in einer sehr dunklen, verlassenen Welt kleine Geister zeichnet, die gegen die Bösen kämpfen. Relativ schön zu spielen, für nebenbei ist relativ entspannt und ich habe es auch oft in einem Saturn oder so für 9 Euro bekommen. Also macht ihr da definitiv nichts falsch, euch mal diese 6 Stunden Entspannung zu gönnen. Weiter geht's mit einem Highlight. Days Gone in einer Special Edition. Das ist ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die ganze Story, die Welt. Ich fand nicht, dass Zombie-Spiele zu der Zeit relativ ausgelutscht waren. Mir hat das Setting wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und die Story und die Charakterentwicklung wird zum Ende hin des Spiels immer besser. Und das Ende ist einfach nur hammergeil. Das ist nochmal so ein kleiner Plot-Twist. Vor allem gibt es auch ein geheimes Ende. Sollte jeder auf jeden Fall mal gespielt haben, der dieses Spiel auch gespielt hat. Sehr schöne Open World. Wer sowas mag, ist mit Days Gone wirklich sehr gut beraten. Nächster Titel, den habe ich nie gespielt. Den hat meine Freundin mal gespielt und zwar ist das Deponia, ist ein Point-and-Click-Adventure. Achso, Days Gone würde ich eine 8 von 10 geben. Deponia ist wie gesagt ein Point-and-Click-Adventure. Solche Spiele sind überhaupt nichts für mich, da kann ich gar nichts mit anfangen. Von daher kann ich zu dem Spiel auch nichts sagen, soll aber glaube ich ganz gut sein. Ein Titel, der mich auch sehr überrascht hat, Detroit Become Human, ist ein schönes Spiel. Man könnte auch fast sagen, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist, aber es ist im weitesten Sinne ein Walking-Simulator, wo ihr sehr, sehr viele verschiedene Entscheidungen treffen müsst. Mir gefällt in dem Spiel sehr gut, dass ihr sehr viele verschiedene Charaktere spielt, die alle im Verlauf des Spiels immer näher zusammenkommen und je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, auch ein gemeinsames Ende oder eben nicht habt. Sehr schönes Spiel. Ich finde, Quantic Dream macht sowieso sehr coole Spiele, genau wie Heavy Rain und Beyond Two Souls. Bekommt eine 7 von 10. So, jetzt kommt ein Spiel, Limited Run. Das habe ich mir mal nicht in der Blindbox gekauft. The Infectious Madness of Dr. Decker. Das ist ein Spiel, das ist zwar noch sealed, ich habe es mir aber noch im Store runtergeladen, habe es da auch gezockt. Ihr seid ein Therapeut und müsst Leute quasi therapieren und müsst dann rausfinden, wer von denen einen Mord begangen hat. Das ist quasi mit echten Videoaufnahmen und echten Schauspielern.
Wem sowas gefällt, dem kann ich das ans Herz legen. Und für Limited Run Spiel ist es auch nicht teuer, ich glaube 40, 50 Euro. Dann habt ihr dieses Spiel auch in eurer Sammlung. Bekommt von mir eine 6 von 10. Nächstes Spiel habe ich mal günstig geschossen. Dragon Age Inquisition ist jetzt auch nicht mehr teuer. Hab's nie gespielt, hatte es aber immer vor, weil es eigentlich so als schlechtes Witcher 3 betitelt wird. Jetzt ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Dragon Ball Z Kakarot ist auch eines der wenigen Spiele, das ich platiniert habe, also alle Trophäen quasi gesammelt habe. Es sind sehr viele Filmsequenzen dazwischen. Das macht das Spiel aber mit Sicherheit nicht kaputt. Es verknüpft schön die offene Welt mit den Kämpfen. Es macht natürlich nicht viel neu, denn die Story von Dragon Ball Z ist geschrieben, da ändert sich nichts dran. Aber es gibt auch kleine, coole Nebenquests. Für mich ein sehr abgerundetes, schönes Spiel. Kommt von mir eine 8 von 10. Weiter geht's mit einem Spiel, das für mich auf jeden Fall auch ein Highlight ist. Dying Light, und davon gibt's ja auch Dying Light The Following. Ich hoffe, dass auch bald Dying Light 2 rauskommt. Für mich auf jeden Fall eine hammermäßige Überraschung. Mir hat die Welt gefallen, mir hat die Atmosphäre gefallen. Damals waren auch immer noch nicht Zombies ausgelutscht. Das hat man auch eine Zeit lang in Deutschland nicht bekommen. Das musste ich damals in Österreich bestellen. Daher ist es auch die PEGI-Variante. Für mich ein sehr, sehr geiles Spiel mit einer richtig coolen Story und schöner Atmosphäre. Ist richtig was für Halloween. Also wenn ihr Bock habt, besorgt's euch irgendwo. Bekommt von mir wirklich eine 9 von 10, weil ich bei dem Spiel überhaupt keine Erwartung hatte und mir die Trailer gar nicht so sehr zugesagt haben im Vorhinein. Aber mich hat es dann doch absolut gecatcht und ich freue mich auf den zweiten Teil. Weiter geht's mit einer Art All-Time-Favorite, Fallout 4. Ich weiß ja, dass Fallout, vor allem Fallout 76, relativ viele Kritiker hat und viele Leute feiern das Spiel überhaupt nicht. Mir geht's da anders. Fallout 4 war mein erstes Fallout, was ich jemals gespielt habe. Mich hat's komplett weggehauen. Die Open World war geil, die Story war cool, die Nebenquests waren richtig cool, das Waffensystem war nice. Also ich weiß, dass es viele Kritiken bekommen hat und schlechte Kritiken. Für mich war es aber ein ganz besonderes Spiel. Dafür habe ich hier auch die Steelbook-Variante. Und das ist ganz klar für mich persönlich, das ist alles hier meine persönliche Meinung, die Wertungen. Aber für mich persönlich ist das ein 9 von 10. Dazu entsprechend habe ich dann auch noch die Fallout 4 Game of the Year Edition. Denn die lohnt sich tatsächlich, da die DLCs hier relativ viel Content bieten und sogar eine neue Insel freischalten. Anders ist das leider bei Fallout 76. Hier habe ich auch die Collector's Edition, die werde ich euch mal einblenden. Ja, die haben jetzt, glaube ich, nach über einem Jahr relativ viel gefixt und relativ viel reingepatcht, so wie ich das mitbekommen habe. Aber damals, wo ich das gespielt habe, hat das Spiel überhaupt nicht gebockt. Es gab keine menschlichen NPCs, es war nur online. Ja, und wenn ihr wirklich ein Rollenspiel ohne Menschen spielt, ist das irgendwie komisch. Für mich leider ein Flop. Ich hoffe, das nächste Fallout wird besser. Es bekommt von mir leider nur eine 3 von 10. Jetzt kommen wir zur nächsten Spielereihe. Far Cry 4 Limited Edition. Das war auch tatsächlich mein erstes Far Cry, was ich jemals gespielt habe. Ich habe also viele Spielereien auf der PlayStation 4 für mich neu entdeckt. Dieses Spiel war auf jeden Fall der Hammer für mich. Mir hat diese geile, exotische Welt gefallen. Mir hat der Bösewicht gefallen. Es war rundum ein richtig gutes Open-World-Spiel. Mir hat tatsächlich sogar das Farmen von Tierfell gefallen. Und alles drumherum, ein sehr schönes Spiel mit einer interessanten Story, bekommt für mich eine 7 von 10. Auch hier sieht es leider ein bisschen anders aus als bei Far Cry Primal. An sich macht es nicht viel anders, außer dass das Setting anders ist. Ich habe es aber auch leider nur 2-3 Stunden gespielt, weil mich das überhaupt nicht abgeholt hat. Von daher kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Es hat mich am Anfang ein bisschen gehypt, das Setting mit Mammuts und Säbelzahntiger. Das feiere ich eigentlich, aber irgendwie hat mich das Spiel überhaupt nicht gecatcht. Von daher kann ich auch hier keine Bewertung abgeben. Nächster Teil, Far Cry New Dawn. Ist ja quasi so ein Far Cry 5.5, würde ich mal sagen. Far Cry 5 habe ich auch gespielt, ist aber nicht mehr in meiner Sammlung. Das habe ich irgendwann mal eingetauscht bei der GameStop 99er Liste. Für mich war New Dawn relativ cool, in dieser postapokalyptischen Welt zu spielen. Und ich muss nochmal hier sagen, Far Cry 5 hat somit den besten Soundtrack der letzten Jahre eigentlich fast. Dieser Soundtrack im Menü hat mich einfach nur komplett geflasht. Den hatte ich sogar als Design im PlayStation-Menü. Und nach 100 Mal hören war der immer noch nicht. Habe ich den immer noch nicht satt gehört. Von daher, das wollte ich noch zu Far Cry 5 sagen. Far Cry New Dawn hat mir relativ gut gefallen. Die Bösewichte, sprich die beiden Schwestern jetzt nicht so. Die waren nicht so charismatisch wie andere Far Cry-Bösewichte. Von daher gibt es hier nur eine 4 von 10. So, das einzige Spiel dieser Reihe, was ich in meiner Sammlung habe, FIFA 19. Und das habe ich eigentlich auch nur in meiner Sammlung, weil ich mal dachte, wenn Kollegen vorbeikommen, können wir das mal spielen. Hatte aber irgendwie nie Bock auf FIFA 19. Daher ist das Ganze auch noch sealed. Das gab es aber mal tatsächlich für 3 Euro, wo es noch nicht FIFA 20 gab, bei Otto. Von daher habe ich es mitgenommen, nie gespielt, keine Ahnung. Jetzt kommt, glaube ich, das
Highlight aus meiner PlayStation-Sammlung, und zwar Firewatch. Das ist eines der Spiele, die so als erstes bei Limited Run rausgekommen sind. Ich glaube, das müsste so an Platz 3, 4, 5 gewesen sein. Und das Spiel für mich war einfach nur ein Holy Grail meiner PlayStation 4-Sammlung. Ich habe lange nachgesucht, weil es wirklich sehr schwer ist zu finden. Ich habe aber auch extra nach geöffneten Varianten des Spiels geguckt, weil ich es auch unbedingt spielen wollte. Mittlerweile geht das Spiel für weit über 100 Euro weg. Ich habe es damals noch für 40 bekommen, was eigentlich actually ein nicer Preis war. Es ist auch nicht nur der Preis, sondern es ist auch die Seltenheit des Spiels, dass man es halt kaum findet. Das ist ein Walking Simulator. Ihr seid quasi Feuerwächter in einem Nationalpark in Amerika. Ihr spielt eine Figur, die quasi als Job hat, in einem Hochsitz zu sitzen und darauf zu achten, dass in dem Nationalpark es nicht irgendwo brennt. Und wenn doch, dann muss man dahin, muss man quasi Sachen klären. Und es gibt mehrere von diesen Feuerwächtern auf der anderen Leitung am Walkie-Talkie. Habt ihr dann eine... Und es geht wirklich dann um die Charakterentwicklung. Ihr findet sehr viele Sachen heraus. Wirklich ein geiles Spiel. Es ist nicht nur ein geiles Sammlungsspiel, sondern auch tatsächlich ein Spiel, was für PlayStation 4 Spieler eigentlich ein Muss ist zu spielen. Von daher eine dicke Empfehlung für euch. Wenn ihr das für eure Sammlung wollt, müsst ihr schon einige Euros bezahlen. Wenn nicht, gibt es das, glaube ich, auch für ein 20 im PlayStation Store. Nichtsdestotrotz, spielt es. Bekommt von mir ganz klar eine 10 von 10. So, nächstes Spiel ist auch kontrovers, aber ich weiß. Dennoch wollte ich es unbedingt in meiner Sammlung, weil das, glaube ich, das Spiel ist, was ich am meisten gespielt habe tatsächlich. Viele fühlen es nicht. Ich habe schon hier und da mal über Fortnite geredet. Ich wollte es aber unbedingt in meiner Sammlung haben, weil die physische Version auch relativ limitiert war. Epic Games wusste nicht, dass das Spiel explodiert und 3 Jahre oder 4 Jahre später immer noch eins der heftigsten Spiele ist und meist geguckten Spiele auf Twitch ist. Von daher ist es relativ schwierig, an eine Kopie zu bekommen, zumindest günstig. Ich habe da 60 Euro vor gar nicht allzu langer Zeit für ausgegeben, vielleicht vor einem halben Jahr oder so. Ich freue mich, dass ich es in meiner Sammlung habe. Aber wie gesagt, es ist ein Free-to-Play-Spiel, man kann es auch kostenlos runterladen. Ich wollte es aber für meine Sammlung. So, weiter geht's. Das war eins der ersten Spiele, glaube ich, die ich für die PS4 mal hatte. Oder es war auf jeden Fall ganz am Anfang. God of War 3 Remastered. God of War 3 ist für mich auch nach dem Reboot jetzt das zweitbeste God of War. Hier ist es ein PlayStation-Exklusiv, wie alle God of War-Teile, glaube ich. Und es ändert sich eigentlich nichts zum normalen dritten Teil von der PlayStation. Nur, dass die Grafik ein bisschen verbessert wurde. Natürlich habe ich schon wieder vergessen, aber ich finde es auch relativ schwer, Fortnite zu bewerten. Und daher lasse ich es auch diesmal. Und ihr könnt mir eure Wertung, eure Einsen und Nullen in die Kommentare schreiben. Also God of War 3 ist ein hammergeiles Spiel. Mir gefallen die Bosskämpfe, dieses Hack and Slay. Gibt eine 5 von 10. Hier ist es. Und genau wie bei Bloodborne ist es so, dass ich zu meiner Schande das Spiel noch nicht gespielt habe. Ich habe es irgendwann mal mit Pierre, Grüße an dich, getauscht. Ich werde es auf jeden Fall bald mal nachholen. Und wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich gesagt, dass das safe besser sein wird als 3. Davon gehe ich einfach ganz stark aus, weil ich schon viele Erfahrungsberichte und Kollegen haben mir erzählt. Von daher gehe ich aus, dass das das beste God of War einfach sein wird. Punkt. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Jetzt ein Titel, da bin ich gerade dabei, das zu spielen. Ghost of Tsushima in der Special Edition. Die besteht einfach nur aus einem relativ schönen Steelbook. Hierzu möchte ich gar nicht viel sagen. Ist ein Hammer-Spiel, aber ich habe noch nicht allzu viel reingesteckt. Von daher möchte ich noch nicht allzu viel zu sagen. Nächstes Spiel, GTA 5. Für mich eins der besten GTAs nach San Andreas. Ich habe es aber zuerst auf der PlayStation 3 gespielt, auf der 4 dann nochmal nachgeholt. Mir gefällt die Story wirklich sehr gut. Online habe ich nie gespielt, ist überhaupt nicht für mich dieses Spiel online. Von daher aber, mir gefällt eigentlich jedes GTA. Die Welt ist relativ cool, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, dass man die Charaktere so switcht. Von daher bekommt es von mir eine 6 von 10, würde ich mal sagen. Aber ich freue mich schon wirklich sehr auf GTA 6. So, jetzt ein Spiel, das steht auch noch auf meiner Liste der unbedingt zu spielenden Spiele. Greedfall, wie schon bei Dragon Age Inquisition, wird gesagt, das geht in Richtung Witcher, nur natürlich vom Niveau her ein bisschen niedriger. Daher kann ich überhaupt noch nichts dazu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es dort Schusswaffen gibt und Monster und viel Kommunikation, Reden, Gespräche. Von daher schaue ich da irgendwann bald mal bestimmt rein. So, jetzt kommen wir zu einem etwas ungewöhnlicheren Spiel, Guitar Hero Live. Ich hatte mal eine kurze Phase, wo ich Guitar Hero gespielt habe. Kann aber überhaupt nichts mehr dazu sagen, weiß eigentlich zu dem Spiel gar nichts mehr. Von daher machen wir direkt weiter. Harvest Moon, ein Spiel, was meine Freundin gespielt hat, ist quasi so ein Aufbausimulator auf einer Farm. Kann ich auch nicht zu sagen, meine Freundin hat es gespielt, ich glaube, sie fand es ganz gut. Jetzt sind wir wieder bei einem Spiel, das noch sealed ist. Hellblade: Senua's Sacrifice soll ja echt ein großer Erfolg gewesen sein. Quasi ein Indie-Titel gewesen, ist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ein Release-Titel der neuen Xbox. Sprich, ist es auch Xbox-exklusiv. Das ist ein Spiel, das ich unbedingt, so wie einige Spiele, das werdet ihr öfter heute noch hören, das ich unbedingt noch nachholen will.
Wird bestimmt bald irgendwann passieren. Aber ich glaube, ihr solltet es auf jeden Fall mal testen. So, jetzt ein Spiel, das würden wahrscheinlich viele als GOAT-Spiel für die PlayStation 4 sagen. Mich hat es tatsächlich nicht so abgeholt, weil ich das Setting nicht so feiere. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es nicht durchgespielt habe. Ich glaube, die Hälfte hatte ich. Es war dennoch relativ interessant. Es hat aber auch viel von Assassin's Creed, finde ich. Klettern, offene Welt, dann gibt es diese Synchronisationspunkte. Mich hat es einfach nicht so gecatcht. Ich werde nochmal beim zweiten Teil dem Titel eine Chance geben. Von daher will ich aber auch hier keine Wertung abgeben. So, jetzt kommen wir zu 4 Spielen von Limited Run. Zum einen haben wir hier Jak & Daxter The Precursor Legacy. Das ist ja das Spiel von Naughty Dog. Das wurde jetzt quasi nochmal remastered, würde ich sagen. Das gab es bei Limited Run für eine begrenzte Zeit. Ist auch schon relativ stark im Preis gestiegen. Ich habe hier noch den zweiten Teil, Jak X, das Racing Game, und Jak 4. Die Spiele sind gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Mir fehlt leider noch Jak 3. Vielleicht werde ich mir das mal irgendwann holen, vielleicht auch nicht. Aber relativ schön, diese 4 Spiele in meiner Sammlung zu haben. Weiter geht's, relativ neu, habt ihr vielleicht im Pickup-Video gesehen. Just Cause 4 hat mich nur 5 Euro bei Saturn gekostet. Von daher hat mir Dennis das mal mitgebracht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Just Cause 3 hat mir eigentlich relativ gut gefallen, auch wenn es kein hammergutes Spiel ist. Von daher wird wahrscheinlich nie reingeguckt. So, jetzt mal was anderes. Kingdom Come Deliverance. Das war ein Spiel, das spielt im Mittelalter, ist ein sehr, sehr strenges Rollenspiel. Ihr habt sehr viele Sachen, auf die ihr achten müsst. Das Kampfsystem ist sehr, sehr schwierig zu lernen. Ich weiß noch, allein bei Release, wo ich das Spiel gespielt habe, war es hammermäßig schwer, Schlösser zu knacken. Es war so schwer, dass ihr nie irgendwelche Dietriche hattet, um Schlösser zu knacken. Ihr hattet aber auch kein Geld, um Dietriche zu kaufen. Also das Spiel war am Anfang sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, was sich da geändert hat. Ich habe so ungefähr die Hälfte durchgespielt. Ich habe das Spiel einfach dafür gefeiert, dass es ein bisschen was anderes gemacht hat. Von daher gibt es im Spiel eine 6 von 10. Ich habe da auch eine Collector's Edition zu. Die blende ich euch mal ein. Relativ schöne Figur und relativ schönes Spiel. Weiter geht's mit einem Spiel, das mir sehr gut gefallen hat. L.A. Noire ist von Rockstar Games. Ist auch quasi ein Port von der PlayStation 3. Hier seid ihr ein Detektiv, arbeitet euch durch verschiedene Bereiche der Polizei. Mal seid ihr mal für Brandfälle zuständig, mal für Morde. Relativ schöne offene Welt. Was das Spiel besonders macht, dass ihr quasi die Leute in den Gesprächen beim Lügen erwischen müsst. Ihr habt da verschiedene Antwortmöglichkeiten oder Sachen, die ihr fragen könnt. Und das könnt ihr an deren Gesichtern meistens festmachen. Relativ cool, was sie mal versucht haben. Hier würde ich mir definitiv auch einen Nachfolger wünschen. Können wir schnell drüber sprechen. Noch nie gespielt. Beim ersten Teil habe ich mal die ersten paar Episoden gespielt. Leider nichts für mich. Das muss ich irgendwie schon öfter sagen, dass gute Spiele irgendwie nichts für mich sind. Aber so ist es nun mal. Weiter geht's mit einem sehr schönen Titel, der sich auch wirklich sehr für Halloween meiner Meinung nach eignet. Ist auch letztes Jahr so um die Zeit rumgekommen. Das ist ein Spiel, das ist auch eine Art Walking Simulator, vielleicht ein Adventure. Ihr müsst dort verschiedene Entscheidungen treffen, es können Leute sterben. Das ist so ein bisschen auf Psycho-Horror auch angelehnt, also relativ leicht, aber trotzdem noch. Das kann man auch im Koop-Modus spielen. Das habe ich damals an einem Abend mit einem Kollegen durchgespielt. Und ich glaube, in 2 oder 3 Wochen kommt auch der Nachfolger. Vielleicht schauen wir da auch mal rein. Kriegt für mich auf jeden Fall, weil es viel anders gemacht hat, eine 6 von 10. Jetzt kommen wir zu einem der größten Exklusivtitel, würde ich mal sagen, für die PlayStation 4. Spider-Man. Viele, viele feiern es. Ich habe es auch sehr gefeiert. Ich habe die Open World einfach sehr interaktiv wahrgenommen. Es ist sehr viel an jeder Ecke irgendwie passiert. Allein das Schwingen mit Spider-Man durch die Welt hat unfassbar viel Spaß gemacht. Man hat in diesem Spiel einfach überhaupt keine Schnellreisesystem benötigt. Also sie waren drin, aber man hat es eigentlich nie gemacht, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, durch die Welt zu gleiten. Die Story war auch relativ nice. Die DLCs habe ich da nicht mehr gespielt, aber für mich ist das Spiel definitiv eine 7 von 10. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ich immer mal spielen wollte. Metro 2033 Redux. Das Setting gefällt mir wirklich sehr gut, aber weil ich so eine Pussy bin, habe ich es nie gespielt. Schade eigentlich. Ich würde sagen, schau mal irgendwann rein. Ich werde es aber nie tun, weil ich so eine Schisser bin. So. Mafia 3 ist ein Titel, der relativ schlecht weggekommen ist, als er released wurde. Mir hat der noch bei dem Spiel gut gefallen. Mir hat bei dem Spiel die Story relativ gut gefallen. Was ich jedoch nicht so mochte, war, dass alles sehr trist aussah. Das war alles sehr farblos, alles so dunkel, grün, schwarz. Also es war nicht sehr farbenfroh. Das sollte aber auch zur Gesamtatmosphäre beitragen. Mich hat es trotzdem irgendwie ein bisschen genervt. Vor allem jetzt in der Mafia-Trilogie kann man es aber nochmal nachholen. Für mich dennoch nur eine 4 von 10. Minecraft Story Mode habe ich mal auf dem Flohmarkt mitgenommen, nie gespielt, also kann ich dazu auch nichts sagen.
Das gleiche habe ich bei Mirror's Edge Catalyst, das habe ich auch mal günstig bekommen. Und den ersten Teil haben wir hoch und runter gesuchtet. Mir hat das Spiel unfassbar viel Spaß gemacht. Der Nachfolger jedoch, der hat auch relativ schlechte Kritiken bekommen. Soll nicht mehr alles so toll sein, von daher habe ich es nie gespielt. Dieses Spiel ist noch verschweißt. Jetzt kommen wir wieder zu Limited Run, Momodora. Kann ich auch nicht sagen, habe ich mir eher für die Sammlung geholt, weil ich den Artstil relativ cool fand. Jetzt kommen wir zu einer Spielereihe, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, obwohl die eigentlich nach und nach auf der PlayStation 4 immer schlechter geworden ist. Ich habe alle bis auf den neuesten Teil. Ihr könnt euch ja vielleicht denken, ich liebe Basketball. Von daher habe ich hier 14, 15, 16, 17, 18, 19, und NBA 2K20. Ich will da gar nicht viel drum herumreden. Es ist ein Basketballspiel. Ja, man muss auch Geld reinstecken, damit der MyPlayer besser wird. Ähnlich wie bei FIFA. Vor allem auch bei MyTeam ist das hier. Das ist das Pendant zu Ultimate Team. Muss man Geld reinstecken, um Spiele zu gewinnen. Ist nicht jedermanns Sache, aber für mich machen die einfach jedes Jahr aufs Neue Spaß. Den 21 habe ich mir noch nicht geholt. Den werde ich mir dann auf der PS5 holen. Das gleiche ist NBA Live 15. Ist auch ein Basketballspiel, jedoch nur von EA Sports und nicht von 2K. Hat mir in dem Fall jetzt nicht so gut gefallen, da bleibe ich lieber bei den 2K-Spielen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Jetzt gibt es hier einmal Need for Speed. Das ist ein Spiel, das kam mir wie eine große Monster Energy Werbekampagne vor. Irgendwie in jeder Zwischensequenz hatten sie ein Monster oder standen auch mehrere Monster auf dem Tisch. Die Gespräche waren teilweise relativ cringe. Das war an sich in der Welt, hat mir Spaß gemacht. Mir hat da nur dieses Tag-Nacht-Wechsel irgendwie gefehlt. Das gab es hier nämlich gar nicht, man ist nur nachts gefahren. Dem Grunde nach aber, würde ich sagen, solides Need for Speed, 5 von 10. Payback hat mir da tatsächlich schon ein bisschen besser gefallen. Das ist ein Spiel, das habe ich auch auf Platin gespielt. Was mir da nicht gefallen hat, dass man quasi Tuning-Teile zufällig in eine Art Lootboxen bekommen hat. Das heißt, da musste man immer Glück haben, dass man das Richtige bekommt. Oder wenn ich mich recht entsinne, musste man dort dann verschiedene Teile eintauschen für ein anderes. Das hat mir nicht so gut gefallen. An sich die Welt hat mir aber gut gefallen. Es gab ein System, dass verschiedene Bosse in der Welt rumgefahren sind. Man musste die quasi in der Welt finden, gegen die fahren und dann sich immer weiter nach oben zu arbeiten. Gefällt mir relativ gut, auch besser als der andere Need for Speed Teil, gibt von mir eine 6 von 10. Und als Abschluss momentan der Need for Speed Reihe für die PlayStation 4, zumindest in meiner Sammlung, ist Need for Speed Heat. Hier gefällt mir das Setting sehr gut, ist quasi am Miami und ist sehr schön da rumzufahren, man erkennt einige Spots wieder. Was mir nicht so gut gefallen hat, war dieser Wechsel zwischen Offroad und Racing, Drifting, da hat irgendwie das Gleichgewicht nicht so gut gestimmt. Zusätzlich waren auch die Cops nachts ein bisschen zu aggressiv, da fand ich es relativ schwer zu entkommen. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Ich habe es auch durchgezogen, gibt von mir eine 5 von 10. One Piece, nie gespielt. Als nächstes gibt es Overcooked 2 und das ist auch ein Coach Co-op Klassiker. Ihr müsst hier entweder in der Story spielen oder einfach nur Versus Spiele. Die Story lässt sich auch absolut klasse zu zweit spielen. Ihr müsst als Team verschiedene Gerichte zubereiten und dabei geht schon mal drunter und drüber. Es kann auch passieren, dass man sich mal total anschreit und den übelsten Beef hat, aber es macht einfach Spaß, auf Zeit zusammen als Team zu arbeiten oder auch gegeneinander. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung für euch, wenn ihr mal was habt, was ihr auch nochmal vor Ort als Coach Co-op spielen wollt, weil davon gibt es echt nur noch relativ wenig Spiele. Bekommt von mir eine 6 von 10. Als nächstes, es gibt nicht nur Limited Run Games, sondern auch Strictly Limited. Das war eins der Spiele, die schon vor längerer Zeit von Strictly released wurden. Ich habe mir damals jedes Spiel geholt, das ist noch sealed. Habe ich tatsächlich nie gespielt, sah für mich aber immer aus wie ein Shovel Knight Abklatsch. Trotzdem bin ich erstmal froh, dass ich es in meiner Sammlung habe. Ja, jetzt kommen wir mal zu Prey. Das ist ein Spiel, bei dem ich das Setting mega interessant fand und auch die ganze Welt drumherum. Ich hatte damit jedoch ein Problem. Und zwar werden manchen ja auch schlecht, wenn man VR spielt, wenn man steht, aber die Welt um einen herum bewegt sich. Das Problem hatte ich tatsächlich auch bei Prey, dass ich quasi in dem Raumschiff stand. Also mein Gehirn dachte, es hat sich nicht bewegt. Aber wenn man aus dem Fenster geguckt hat, ist man quasi geflogen. Von daher ist mir total schlecht geworden bei dem Spiel und ich konnte es nicht weiterspielen. Nicht viel zu sagen, Red Faction Guerrilla, 5 Euro Saturn, nie gespielt, habe ich aber auch noch nicht so lange. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel Red Dead Redemption 2. Diese Kopie ist noch sealed, ich habe das Spiel mal gebraucht gehabt
Hab das irgendwem ausgeliehen und irgendwie nie wieder gesehen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wo es war. Hab's mir dann mal günstig, glaube ich, nachgekauft. Hab das beim ersten Mal so um die 10 Stunden gespielt. Und ich weiß, dass ich es auf jeden Fall nochmal nachholen muss. Mir hat beim ersten Mal spielen es nicht so gut gefallen, dass das Spiel sehr, sehr realistisch ist. Fast für mich zu realistisch. Aber das Setting hat mir mega gut gefallen. Das Storytelling war bis dahin sehr cool. Und ein Kollege von mir, der hat auch ungefähr das erste Mal bis zu dem Punkt gespielt, wo ich war. Und seine ersten Eindrücke waren genau wie ich. Zu realistisch, zu viel alles. Dann hatte er aber auch mal eine Pause gemacht und irgendwann nur dieses Spiel am Stück gespielt und hat sehr viel Zeit rein investiert. Und plötzlich war es für ihn das Goat-Spiel unter den PlayStation 4-Spielen. Also man sollte, glaube ich, viel Zeit haben und nur dieses Spiel spielen am Stück und auch nicht zu viele Pausen dazwischen einlegen. Ich glaube, dann ist es ein Spiel, was man sich mal gönnen könnte. Ich werde mir das mal machen, vielleicht zwischen den Feiertagen oder so, werde ich das nochmal testen. 100%ig. So, Risk of Rain ist auch ein Limited-One-Spiel. Das war tatsächlich mein erstes, was ich 2018 gekauft habe. Ich habe damals einfach nur eins gekauft, weil ich mal gucken wollte, wie das so ist, bei Limited-One zu bestellen. Ist jetzt kein besonderes Spiel, von daher habe ich es auch nie gespielt. Das Spiel, South Park und die rektakuläre Zerreißprobe, hat mich hammermäßig überzeugt. Der Humor war wirklich on point. Die Spielmechanics, also diese rundenbasierte Kämpfen, fand ich sehr cool. Die Story war geil und scheiße nochmal, war der Humor geil. Mir hat es rundum gefallen, ich habe sogar zweimal durchgespielt und die Platin-Trophäe auch noch bekommen. Ich kann euch definitiv empfehlen, dieses Spiel euch mal zu holen, wenn ihr Bock auf South Park habt. Bekommt von mir eine 8 von 10. Limited Run Salt and Sanctuary soll ja so eine Art Dark Souls Indie-Spiel sein. Hab's leider nie gespielt, hatte ich immer mal vor, aber dann doch nicht getan. Jetzt habe ich es erstmal in der Sammlung und freue mich drüber. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel, was ich bei PlayAsia bestellt habe. Und zwar ist das die Collector's Edition zu Shenmue 1 und 2. Hier ist auf jeden Fall auch noch mein Plan, dass ich das mal mit Shenmue 3 nachholen werde. Denn ich habe alle drei Titel noch nicht gespielt. Mir gefällt sowohl das Setting als auch das Gameplay relativ gut von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Von daher wird das definitiv mal gespielt. Bis jetzt bin ich dazu noch nicht gekommen. Vorhin haben wir noch von geredet. Hier habe ich Shovel Knight. Das ist auch so ein Titel, den habe ich mir eher für die Sammlung geholt als fürs Spielen. Von daher kann ich hier auch nichts zu sagen, aber es soll ein relativ guter Titel sein. Strictly Limited, Steridan, das habe ich mir mal geholt, weil Wii, der hat auch einen YouTube-Kanal und stellt auch viele Spiele vor, total davon geschwärmt hat. Das ist von Strictly Limited Games und so ein Schmapp halt, wie man es halt kennt. Hab noch nicht reingeguckt, aber soll relativ gut sein. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen verarscht, denn ich zeige hier das Spiel und das Spiel, aber ich glaube, das ist ein Problem von jedem Sammler. Man hat viel mehr Spiele in der Sammlung, als man tatsächlich gespielt hat. Stardust Galaxy Warriors ist auch von Strictly Limited Games und habe ich noch nicht gespielt. Stranger Things 3 hat sich meine Freundin von Limited One Games geholt, das ist die Collector's Edition, die quasi an so ein NES-Spiel erinnern soll. Dann habe ich noch Striker's Edge, was auch von Limited One ist und was ich nie gespielt habe. Terminator Resistance, gab es auch mal für einen Fünfer bei Saturn, soll gar nicht so gut sein. Ist noch sealed, habe ich nie gespielt. That's You ist tatsächlich ein cooles Spiel. Das ist hier ein sogenanntes Playlink-Spiel. Das heißt, es ist ein Partyspiel, kann man sich so, man kann es sich nicht so vorstellen, aber es geht so in Richtung Mario Party. Aber alle steuern quasi mit ihrem Handy. Relativ cool für Partys mit Kollegen und Freunden, wenn man mal zu Hause Bock hat, von der Couch aus zu zocken. The Crew habe ich definitiv gespielt, habe ich aber nach all den Jahren so gar nicht mehr im Hinterkopf. Ich glaube, es war gar nicht so gut für ein Rennspiel. Von daher will ich da jetzt auch gar keine Einschätzung mehr zu geben. Das habe ich vor 2 Wochen auf dem Flohmarkt gefunden. The Last Guardian. Das ist ein Spiel, ja, es wird noch nachgeholt, Freunde. Soll aber ein Hammer-Spiel sein. Skyrim in der Special Edition, das habe ich mal auf Amazon relativ günstig bekommen. Das ist noch sealed. Ich habe das auch für die PlayStation 3, dort habe ich das durchgespielt. Aber in der Special Edition ist das Spiel ja dann doch mal noch ein bisschen anders. Von daher will ich dazu gar nichts sagen. Nur, ich sag's jetzt, weil ich weiß, dass die meisten jetzt schon eh nicht mehr zugucken. Das Spiel ist fucking overrated. Tom Clancy's Division hat mir so ungefähr 10 Stunden Spaß gemacht. Danach war es eigentlich immer noch das Gleiche. Die Dark Zone, das war die Zone, wo quasi PvP gespielt werden konnte. Da konntet ihr gegen echte Spieler kämpfen. Ansonsten konntet ihr in der Welt in gewisse Gebiete gehen und musstet die Gebiete von Gegnern befreien. Was ich hier ein bisschen blöd fand, dass die Endbosse so 1 Million Magazine ausgehalten haben. Da war die Immersion jetzt nicht so on point. Ist ein Spiel, was in Ordnung ist. Bekommt 3 von 10 Punkte. That's You bekommt übrigens 6 Punkte, weil es auch mal ein bisschen was anderes gemacht hat. Hier haben wir The Escapist Walking Dead Edition. Ein relativ interessantes Spiel. The
Escapist müsst ihr versuchen, aus einem Gefängnis aufzubrechen. Zusätzlich dazu, in dieser Edition laufen draußen noch Zombies rum. Ihr müsst also quasi einen Tag rumkriegen, indem ihr irgendwelche Sachen bekommt. Ihr müsst irgendwas craften, ihr müsst irgendwo rausbuddeln und immer darauf aufpassen, dass ihr nicht erwischt werdet. Ist ein schönes Spiel für zwischendurch, hat mir damals definitiv viel Spaß gemacht, bekommt von mir eine 6 von 10. So, als nächstes habe ich hier die Heavy Rain und Beyond Two Souls Collection. Das Spiel ist sealed. Ich habe es jedoch damals gespielt, habe es dann irgendwann bei der GameStop Eintauschliste abgegeben. Für mich eine hammermäßige Collection für Leute, die vielleicht keine PlayStation 3 haben, die beiden Spiele unbedingt nochmal spielen wollen. Ich habe ja vorhin auch schon über Detroit Become Human erzählt. Das ist vom gleichen Entwicklerstudio Quantic Dream. Sehr, sehr schöne Erzählung, sehr, sehr schöne Atmosphäre, vor allem auch bei Heavy Rain, wie ich finde. Heavy Rain stufe ich auf jeden Fall noch höher ein als Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Für mich, wenn ich nur Heavy Rain bewerten würde, wäre es eine 8 von 10. Wenn ich jetzt beide Spiele quasi bewerten müsste, Durchschnitt ziehen würde, wäre es für mich eine 6 von 10. Überraschung für mich vom letzten Jahr. Ich glaube, es kam vorletztes Jahr raus, aber ich habe es letztes Jahr gespielt. The Outer Worlds. Das ist so ein Spiel, da habe ich mich tatsächlich mal an einem Speedrun getraut und es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Auch das normale Durchspielen, ich glaube, ich habe es im Endeffekt 3 oder 4 Mal durchgespielt. Die Story, die Welt, mir hat alles wirklich gut gefallen. Also für Leute, die auch gerne mal so ein bisschen kleineres, das ist kein AAA-Titel, das ist so eine Stufe darunter. Für Leute, die auch gut Englisch sprechen, weil es gibt keine deutsche Synchronisation, das war so ein großer Kritikpunkt von vielen Leuten. Was ich aber eigentlich gar nicht verstehe, denn das Spiel, das lässt sich auch super mit Untertiteln spielen. Für mich ein Highlight, das sollte definitiv gespielt werden. Mir hat einfach nur alles an diesem Spiel gefallen. Die Story, die, ich sag's oft, aber die Atmosphäre, die wurde richtig gut rübergebracht. In manchen Städten war die richtig bedrückend einfach. Schönes Spiel, bekommt von mir eine 9 von 10. Zack, Last of Us Remastered. Habe ich nie tatsächlich auf der PlayStation 4 gespielt, nur auf der PlayStation 3. Von daher bekommt es keine Wertung von mir. Anders sieht's da aus bei The Last of Us 2. Hier habe ich die Collector's Editions dazu. Habt ihr bestimmt auch schon in meinem Video dazu gesehen. Ich habe es jetzt endlich durch und ich muss sagen, hammermäßiges Spiel. Ich kann und will überhaupt nichts spoilern. Ich will auch eigentlich nichts dazu sagen. Aber ey, spielt es zu Ende. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Spielt es zu Ende, macht euch dann eure eigene Meinung. Denn viele haben die ersten paar Stunden gespielt und es dann für schlecht abgestempelt. Dies ist es nicht. Die Story, die wird am Ende noch so geil. Für mich auf jeden Fall eine 8 von 10. Es wird eine 9 von 10 bekommen. Jedoch fühlt sich das Spiel für mich ein kleines bisschen in die Länge gezogen an. Ich habe auch, glaube ich, 30 Stunden dran gesessen. Und manchmal seht ihr in der Ferne irgendein Gebäude, wo ihr hin müsst. Dann sind die Wege dazwischen manchmal viel zu lang. Das ist auch was oft kritisiert wurde. Deshalb gibt es von mir, ich sag mal, in Anführungszeichen nur eine 8 von 10. Jetzt kommen wir zu The Walking Dead Season 1. Hier habe ich auch noch die Season 2. Und dann habe ich auch noch die Definitive Edition, wo alle Seasons drauf sind. Mir haben diese Telltale-Spiele sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch natürlich nicht was für jedermann. Es ist eigentlich, man kann schon sagen, ein Point-and-Click-Adventure. Aber mir hat die Welt von The Walking Dead in Verbindung mit diesen Entscheidungen treffen und es können verschiedene Sachen passieren und die Story an sich relativ gut gefallen, dass ich den 3 Spielen auf jeden Fall eine 6 von 10 geben würde. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Meisterwerk und für mich das beste Spiel aller Zeiten, The Witcher 3. Ich glaube, da braucht gar nicht mehr lange auf diesem Kanal drüber geredet werden. Ich habe dazu die Collector's Edition, dann habe ich dazu noch dieses DLC. Ja, Leute, es ist ein DLC. Das ist ein DLC. Das ist ein DLC. Hier bekommt ihr für 20 oder 25 Euro einmal das Spiel Blood and Wine, was 25 Stunden dauert und was auch als eigenes Spiel rausgebracht hätte werden können. Dazu gibt es noch die physischen, echten Gewinnkarten. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Für mich auf jeden Fall eine 11 von 10. Deswegen heißt mein Kanal so. Jetzt kommen wir wieder zu einem Limited One Spiel. Thimbleweed Park ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe gesagt, dass es nichts für mich ist. Ich habe es auch nicht gespielt, es ist noch sealed. Aber mir hat das Cover relativ gut gefallen und von daher habe ich es mir damals einfach mal mitgenommen. So, Tom Clancy's Ghost Recon hätte wahrscheinlich schon da hinten einsortiert werden müssen. Keine Ahnung, warum es da ist. Wildlands hat mir ein bisschen besser gefallen als der erste Ghost Recon Teil für die PlayStation 4. Das Setting war ein bisschen cooler, dennoch war es im Endeffekt genau das gleiche. Ich würde es eine 5 von 10 geben. So, wahrscheinlich für viele Leute das beste Spiel auf der PlayStation 4. Ich habe Uncharted 4 quasi hier in irgendeinem Pappschuber in der Special Edition. Für mich das zweitbeste Uncharted. Der zweite Teil gefällt mir dann doch noch ein bisschen besser. Jedoch ein würdiger letzter Teil für die ganze Serie. Das Spiel ist auch schon so alt, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Bekommt von mir eine 8 von 10. Dann gab es noch dieses Sequel, Uncharted Lost Legacy. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war aber auch relativ kurz. Das bekommt von mir eine 6 von 10. Uncharted 1 habe ich mir mal irgendwann in der Software-Pyramide geholt. Habe ich nie gespielt, damals auf der PlayStation 3 habe ich es gespielt. Habe ich nur mal mitgenommen, weil es für 12,90 Euro gab. So, Halloween
hat wieder zugeschlagen, Until Dawn, ein hammermäßiges Spiel. Ihr seid eine Teenagergruppe, das sich natürlich ein verfluchtes Haus im Wald gemietet hat, um dort Urlaub zu machen. Es passieren die ganze Zeit eine ganze Menge Dinge, man spielt verschiedene Charaktere, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der Horrorfaktor ging in diesem Spiel noch einigermaßen, ich konnte es jedoch spielen, das heißt, es ist wahrscheinlich für alle anderen spielbar, nur für mich war es wieder gruselig. Es geht so in Richtung Heavy Rain, Walking Simulator, sehr, sehr schönes Spiel. Vor allem jetzt zur Halloween-Zeit lässt sich das bestimmt nochmal gut spielen. Bekommt von mir eine 6 von 10. Jetzt sind wir wieder bei Limited Run. Die haben nämlich letztes Jahr Valhalla rausgebracht. Das ist ein Spiel, was ich mir unbedingt noch vornehme zu spielen. Ihr seid nämlich ein Barkeeper und spielt eine Art Point and Click. Das heißt, ihr habt Gespräche mit den Leuten an der Bar. Habt eine coole Story, soweit ich das gehört habe, auch dahinter. Von daher ist Valhalla erstmal schön für die Sammlung. Und zum anderen bockt das, glaube ich, auch zu spielen. Den ersten Teil habe ich irgendwo verliehen. Den zweiten Teil habe ich hier auch. Für viele nicht das beste Spiel. Kann ich irgendwo verstehen, die Charaktere waren schon ein bisschen cringe. Nichtsdestotrotz hat mir das Spiel Spaß gemacht. Es ist halt die typische Ubisoft-Masche, die sie auch bei Assassin's Creed zum Beispiel anlegen. Ihr müsst verschiedene Synchronisationspunkte sammeln. Von da aus werden dann wieder neue Teile der Map freigeschaltet und alles drumherum. Mir hat es dann auch Spaß gemacht. Von daher kriegt es eine 5 von 10. Wolfenstein The Old Blood. Und wer Bock hat auf ein bisschen Ballern und ein paar Nazis killen, dann seid ihr hier genau richtig, denn das ist das Spiel eigentlich. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Um mal ein bisschen abzuschalten oder so, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Bekommt eine 5 von 10 von mir. Den zweiten Teil habe ich so noch nicht gespielt. Soll ja relativ schwer sein. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem Top 3 Game PlayStation 4. What Remains of Edith Finch. Da hat tatsächlich auch vor ein oder zwei Wochen Raketenjansel drüber geredet, dass das für ihn auch eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Das ist ein Walking Simulator und die Atmosphäre in diesem Spiel ist wirklich sehr bedrückend, aber das Spiel an sich ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, ihr seid da tatsächlich in 2 oder 3 Stunden durch. Es ist jedoch sehr schwierig zu bekommen mittlerweile. Im Store bekommt man das, glaube ich, relativ günstig. Wenn ihr aber das physisch in eurer Sammlung haben wollt, müsst ihr da schon einiges hinblättern. Das gab es nämlich damals nur bei PlayAsia für eine bestimmte Zeit zu kaufen. Ich glaube, ihr müsstet jetzt schon über 100 Euro bezahlen, um das Spiel kaufen zu können. Was es jedoch meiner Meinung nach definitiv wert wäre. Und ich glaube auch, dass das Spiel in Zukunft noch ein bisschen teurer werden würde, sodass ich definitiv eine Empfehlung ausspreche. Für mich auf jeden Fall mit Witcher 3 und Firewatch, glaube ich, meine 3 Lieblingsspiele. Und es kriegt von mir eine seltene 10 von 10. Strictly Limited, Wonderboy, nie gespielt. Hab's mir damals einfach aus Sammlungsgründen geholt. Von daher kann ich gar nicht viel dazu sagen. Ich weiß nicht, wieso es jetzt am Ende stand, aber hier habe ich einmal die Limited oder die Deluxe Edition zu Kingdom Hearts 3. Habe ich so noch nicht gespielt, hatte ich aber immer mal vor. Bis jetzt ist noch nichts draus geworden. So, Yakuza Remastered Collection, das habe ich im letzten Pickup-Video gezeigt, was hier sehr cool ist und einzigartig. Es kommt in einer PlayStation 3 Hülle, denn dort sind noch die Remastered-Versionen der älteren Yakuza-Teile drauf. Das ist auf jeden Fall so ein Einzelstück, habe ich noch nie gesehen, dass eine PlayStation 4-Spiel in einer PlayStation 3 Hülle drin ist. Das Spiel spiele ich im Moment gerade, habe ich aber gerade erst angefangen, deswegen will ich da auch gar nicht so viel zu sagen, macht mir aber definitiv sehr viel Spaß, hat ein ähnliches Setting wie, glaube ich, Shenmue, nur dass es quasi jetzt in der Gegenwart spielt. So, wir nähern uns jetzt der PlayStation 5 und da guckt man dann doch gerne mal über die letzten 7 Jahre zurück und schaut, was es so für Spiele gab. Für mich war die PlayStation 4 eine ganz besondere Konsole, denn es war die erste Konsole, bei der ich über den kompletten Zyklus quasi als Erwachsener mir meine Spiele gekauft habe. Es ist nämlich schon gut und gerne 7 Jahre her, als die PlayStation 4 2013 released wurde. Zu diesem Zeitpunkt war ich nämlich 18 Jahre alt, habe gerade dann auch mit der Ausbildung begonnen und so. Deswegen konnte ich quasi die ganze Entwicklung der PlayStation 4 aktiv auch miterleben und aktiv auch entscheiden, welche Spiele ich spielen möchte und welche nicht. Denn mit der Zeit hat man natürlich andere finanzielle Möglichkeiten und muss nicht auf Weihnachten und Geburtstag warten. Das konntet ihr auch sehen. Ich habe jetzt schon über 100 Spiele in meiner Sammlung. Die werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch noch steigen, da sowohl auf Flohmarkt, eBay Kleinanzeigen die Spiele auch immer günstiger werden. Zumindest erstmal, bis sie vielleicht irgendwann auch weiter wieder im Preis steigen werden. Als Abschluss möchte ich einfach nur sagen, dass es für mich meine Lieblingskonsole aller Zeiten ist. Vielleicht macht GameCube aus Nostalgiegründen noch Konkurrenz. Jedoch ist, glaube ich, wirklich an Platz 1 die PlayStation 4. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Top 3 Spiele der PlayStation 4 sind. Wie gesagt, für mich sind es Firewatch, Witcher 3 und What Remains of Edith Finch. Das ist auch, glaube ich, eine sehr schöne Auswahl, mit der ich das Video beenden möchte. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Peace.